Hallo, das heutige Video wird für mich ein ganz besonderes Video, weil ich euch erzählen möchte, wie ich zu diesem Hobby oder auch zu dieser Lebenseinstellung gekommen bin. Ja, und dazu bin ich heute in einem meiner Wälder, meiner Kindheit gefahren und werde auch drumherum ein paar Wälder noch besuchen, die dazugehören, um das Dorf, wo ich groß geworden bin, rumführen. Dieser Wald bzw. Park, in dem wir jetzt hier sind, das ist der Schleichersbüsch, der Schleicherswald, volkstümlich genannt, richtig heißt der Kammerbusch. Ist mehr wie eine Parkanlage. Mittlerweile ist der auch extrem gelichtet und ist wirklich nicht mehr viel Wald. Aber hier drin hat man halt an jeder Ecke Kaiser Wilhelm oder sowas wie den Brunnen hier. Else, zieh mal nicht so. Hier hat man einen Brunnen mit Figur. Da, Landschaftsgarten Kammerbusch heißt er. Richtig. Hat man so Figuren. Diese Art von Tafeln gab es zu meiner Kindheit nicht. Die hat man nachgerüstet. Aber davon kommen noch einige. Also, wenn man hier hinfahren möchte und sich den Wald angucken, den Park, das bei Langerwehe heißt dann, der Kammerbusch, und da kann man schön, hier sind noch mehr Attraktionen im Wald, von Kapellen und Mausoleum und. Da kann man gerne mal alles ablaufen, ich tue das heute nicht. Ich möchte noch in zwei Wälder laufen und wir haben schon was später. Jetzt immer Pipi. Ja, wie bin ich zu dem Hobby gekommen? Ich habe schon in meiner Kindheit Trekkingtouren mit meinem Vater gemacht. War ich so 7-8 Jahre alt. Die erste große durch die Eifel, die zweite große die Mosel runter und noch ein paar kleinere. Und das war immer der schönste Urlaub, den ich in meiner Kindheit hatte. Ich hatte zwar auch schöne Urlaube in Spanien, Italien etc. Aber das war immer der Urlaub, den ich so an meine Kindheit gedacht habe und den ich unbedingt noch mal machen wollte. Und 2011 hatte mein Vater dann einen Schlaganfall und da hat sich das Ganze so festgesetzt, ich muss das machen. Und bin dann, ja, und dann habe ich angefangen zu trainieren und aber mit dem Fahrrad, das funktionierte nicht. Ich habe immer Knieschmerzen bekommen, also Fahrradfahren ist nicht meins. Und da habe ich gedacht, komm, mach das Ganze zu Fuß. Und dafür habe ich dann angefangen zu trainieren. Ja, das hat doch alles so seinen Werdegang. Bei YouTube bin ich dann irgendwann auf den Benjamin Kausner gestoßen. Und ja, dann hat das Ganze natürlich seinen Weg genommen. Dann war ich angefixt. Und jetzt kann ich mir ein Leben ohne Outdoor gar nicht mehr vorstellen. Ohne unterwegs zu sein etc. Also kam das Bushcraften dazu, Trekkingtouren, jetzt auch das Packraft. Da werden auch noch schöne Trekkingtouren mitkommen. Ja. Oh, hier steht ja fast kein Baum mehr. Hier ist eine Wiese. War früher alles voll Bäume. Da hinten, Moment, bisschen Gegenlicht. Da hinten an dem Haus, 2 Meter rein, wo der Baum noch steht ungefähr. Hat man als Kinder so eine kleine Hütte gebaut. Ja, in dem Dorf hier bin ich groß geworden. Das heißt dann. Jetzt wohne ich auch nicht weiter weg. Im Dorf weiter. Von dem komme ich jetzt gelaufen. Ja. Also wir werden uns gleich von hier nach da hinten in den Wald durchkämpfen. Da in den Häusern vorbei. Da oben. Das ist der Bovenberger Wald.
Ja. Und da ist ein kleiner, ja, wie will man es nennen, kleiner Quellweiher, ja, eine Quelle, die in halt ein Becken gefüllt ist und von da aus abfließt. Richtig schön. So, wir verlassen jetzt wieder das Dörfchen, heißt er. In die Richtung. Ah, da kommt gleich noch Burgholz, die kann man zeigen. Von hier ganz schön. Da oben in den Wald gehen wir. Da ist ein schönes kleines Becken drin. Davor werde ich, wenn da nicht so viel los ist, was kochen. Ja, dann ziehen wir weiter. Nachher in den Laufenburger Wald. Der ist genau gegengesetzt von hier. Also auf der anderen Seite vom Dorf. Und, oh, ist er! auf der anderen Seite vom Dorf. Und der ist direkt angeschlossen an den Hürtenwald. Und da hinten der Wald mit den Windmühlen drauf. In meiner Kindheit waren die Dinger noch nicht da. Die kamen spät, also kamen schon zu meiner Kindheit dahin, aber in meiner frühesten Kindheit waren die Dinger nicht da. Und daneben war eine Sandgrube, die diente uns als Kinder als Spielplatz. Irgendwann war ich dann auf dem Eifelsteig und auf der Etappe, ich meine, es wäre zwischen Monschau und Einruhr gewesen, habe ich den Guido kennengelernt. Und ja, und dann sind wir immer Touren zusammengegangen und auf einer Tour in Kleinkanada haben wir dann den Robin und den Tommy kennengelernt. Ja, und dann haben wir die Outdoor-Bahn gegründet. Und dem ist noch als letztes Mitglied ja, Marcel beigetreten. Ja, wir machen jetzt öfters mal Touren. Und die Bushcraft-Gruppe haben wir auch noch. Und davon seht ihr auch schon mal einige Leute. Boah, hier beim Feld ist jetzt warm. Ja. Ich meine, das ist jetzt. Hier stand meine Bank, die ist weg. Da hinten ist eine kleine Halbinsel drauf. Das ist nicht besonders groß oder so. Und das Wasser, das habe ich schon so klar gesehen, dass man bis auf den Grund gucken konnte. Warum das jetzt so trüb ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, vielleicht wird der im Sommer klarer oder kann nicht vernünftig abfließen. Früher war da hinten in der Ecke, wo ich Kind war, da stand eine kleine Hütte drauf, vor dem Bach, wo das Wasser abfließt. Also das da hinten ist kein Zufluss, sondern ein Abfluss? Ne, ja, ihr wisst schon. Also es ist kein Zulauf, sondern ein Ablauf. So, jetzt habe ich es. Und ich denke mal, das Wasser hat auch jemand damals, weil es Quellwasser ist, verwendet. Hier ist im Sommer, nicht im Sommer, im Frühjahr, durch Frösche, Molche, ach, hier findet man alles. Hier habe ich die größte Ringelnatter gesehen, die ich jemals gesehen habe. Ein Riesenvieh. Vielleicht haben wir heute auch das Glück. So, ich habe mich jetzt auf die Halbinsel hier gesetzt und koche jetzt ein bisschen was. Mit Etchen, wer sich wundert, es ist fest. Wir machen heute ein paar Kilometer schon. Wirklich ein paar Kilometer und dann humpelt die heute Abend wieder, wenn die zu viel läuft. Deswegen, ich habe die gerade abgemacht, da ist sie direkt in den See reingesprungen hier. Und das muss nicht sein. Dann kommt die näher nicht mit nach Hause oder so. Mach mal, Dicke, mach mal Sitz. Sitz. Mach Platz. Platz. Schön ein bisschen. Schön hier. Ah ja, was ich letztes Mal im Video vergessen habe zu sagen, für die Carinza-Jacke gibt es auch so einen Packsack hier.
weil das ist ja eigentlich eine Rucksackjacke, wenn ich nachher im Dunkeln nach Hause komme, dass ich nicht friere. Also wir sind gerade auf dem Weg wieder zurück auf den Hauptweg. Von da aus gehen wir Richtung Hamich, nach Venau. Und von da aus gehen wir dann in den Laufenburger Wald, der am Hürtchen Wald mit dem verbunden ist. Also ein paar Kilometer schon haben wir heute noch vor uns. Und ich denke mal, wir laufen ins Dunkel. Das denke ich mal, ja. Bis gleich mal. Da drüben ist der Laufenburger Wald. Wir sind jetzt kurz vor Venau. Da ist eine Kirche mit dem Kloster dran, aber das Kloster ist nicht mehr in Betrieb. So, jetzt wird es langsam dunkler. Ja, jetzt sind wir in dem Wald, wo ich mit meinem Papa früher immer unterwegs war. Hinten geht die Sonne unter. Wir sind gerade im schönen Tal. Da gehen wir wieder in den Schleicherswald rein. Esel, wer ist das? Hier sind Ziegen und Schafe. Ziege. Schafe. Wir sind wieder im Schleicherswald. Oh Gott, bin ich tüchtig mit auf. Oh, man sieht nicht mehr viel. Bitte warte mal. Oh. Das hier sind die Reste von der Karlsburg. About 1850. Und ich schalte mal auf Nachtsicht um. Itzi, zeig mir deine Augen. Komm her. Hey. Ja, mit Nachtsicht sieht man wieder was, ne? Schön. So. Mich sieht man auch wieder. Wir haben noch ein bisschen Weg und eine Stockduster. Aber erstens kenne ich mich hier und zweitens habe ich auch eine Taschenlampe im Rucksack, eine kleine. Aber lass mal erstmal drin. Ja, bis gleich mal. Hier ist neu. Habe ich persönlich noch nicht gesehen. Wir sind ja hier am Restaurieren und, ja, wie nennt man es, nicht restaurieren, sondern rekonstruieren. Ja. So dunkel ist es momentan. Man sieht nichts mehr. So, jetzt habe ich die Nachtsicht an. Wow. Ja, hier vorne kommt noch ein Kreuz und dann sind wir eigentlich schon fast wieder ein langer Weg. Gute 20 Kilometer sind wir heute gegangen. Moment, ich bin ganz verschwommen. Gute 20 Kilometer sind wir heute gegangen. Ja, es ist nicht die Welt, aber ein Anfang. Ich muss wieder fürs Trekking trainieren. Und jetzt muss auch trainieren, ne? Hey Schatz, ich muss auch trainieren, ne? Ja, da komm. Auf hier. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Ich setz mal hier oben ein paar Videos rein.
Und auf der Seite, auf mein Gesicht hier, setze ich jetzt, wenn ihr mich abonnieren wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.